Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Call of Duty 2. 7. Dezember 1944, 5.30 Uhr in der Früh. Bergstein, Deutschland bedeckt, 7 Grad Celsius. In 2 Stunden greifen wir den Hügel an und werden der dauerhaften Bombardierung um ganz Bergstein herum ein Ende bereiten. Das wird sicherlich kein leichtes Unterfangen. Diverse Minenfelder, Stacheldrahthindernisse und MG-Nester stehen noch zwischen uns und dem Ziel. Es gibt kaum einen Zentimeter, den die Deutschen auf den Hügeln nicht mit den Mörsern erreichen können. Der Trupp deckt sich noch mit ein paar zusätzlichen Rauchgranaten ein. Beim derart starken Beschuss gibt es auf dem Hügel fast nichts mehr, wohinter man sich verstecken könnte. Corporal Bill Taylor, D-Company, 2. Ranger Bataillon. Und das ist meine Lieblingsmission gewesen. Diese hier, die ist einfach zu episch, finde ich. Der Berg. Wie Andrea Berg. Die Deutschen haben uns was am Arsch! Ruhe! Ich muss nachdenken. Dann denken Sie mal schnell nach, Mac. Scheiße, wir können hier nicht bleiben. Wir müssen weg, Lieutenant. Schnappt euch die Bastarde! Schnappt euch die Bastarde, das ist das Zeichen. Ja, los! Los! Und wir haben ein gutes Zeichen, wir haben gute Waffen für diesen Kampf. Na, klasse. Es sind keine beruhigenden Sachen, dass wir beschossen werden, aber es ist einfach ein episch guter Kampf. Und da ist auch schon der erste Ort, in dem wir uns... Na klar, da versinken die Leute glatt im Boden. Lieutenant Myers, ich bleibe direkt hinter ihnen. Oh, scheiße. Also man muss ja immer warten, bis die nachladen. Dann hat man Chancen. Hat denn jemand eine Granaten? Nicht Granate, hier Rauchgranate. Zu offen. Wäre echt ganz gut. Kommen die eigentlich wieder auf den Boden oder? Nee, die werden einfach nur so. Jetzt. So, und hier haben wir ja relativ gute Chancen. Wir haben auch noch 4 Rauchgranaten. Die werden... Ja, ist ganz heiß. Das ist brandheiß, brandgefährlich. Wir müssen uns jetzt... Die Bunker sprengen, ein nach dem anderen. Ich weiß noch nicht, was besser ist. Und rein. Da liegt auch eine Granate. Die haben sie nicht so gut geworfen. Wow. Nein. Im Krieg gibt es keine unverletzten Soldaten. Außer die, die sich gedruckt haben. Ich will jetzt nicht sagen Druckeberger, das ist so ein negativ konnotierter Begriff. Oh, da steht ja auch ein rotes Kreuz. Oder zumindest war da ein Kreuz. Ich weiß nicht welches. Ein Haken war das bestimmt nicht. So, die sind irgendwie immer sehr zielsicher, habe ich das Gefühl. Das scheinen irgendwie die Kommandanten wieder so zu sein. Hat keiner eine MG dabei? Eine MP44? Schade. Oh, da ist ja auch noch jemand. Hallo. Das sollten wir vielleicht auch noch geschützt machen. Da hat vielleicht jemand hier eine MG, MP, wie auch immer dabei. Sind hier überhaupt Gegner? Natürlich nicht. Aber hey, Munition. Und eine neue Waffe, Zielfernrohr 43, wie gut. Das heißt, wir sollten in alle reingehen, weil wir dann ein Scharfschützengewehr bekommen, was wir hier auf dem Berg bestimmt gebrauchen könnten. So. Dann geht's hier weiter, würde ich sagen. Machen wir hier... Ach du Scheiße, da stehen sie uns fast direkt gegenüber. Vielleicht wäre jetzt Zeit... Hier für Kacke. Eieiei, die ist direkt vor diesem... Vor der Panzersperre sind, glaube ich, die Teile, ne? Noch einer. So. Hätte ich erledigt. Oh, die lässt sich immer nachladen. Ja, das finde ich gut. Da können dann keine gefährlichen Situationen durch. Fehlende Munition. Fehlende Magazin-Munition, sage ich mal. Also die auf das derzeitige Magazin beschränkt ist. Entstehen. Na klasse. Warum nutzt ihr nicht die MG42? Nun ja, soll mich nicht stören. Da oben.
Der hätte dir jetzt aber nutzen können, ganz ehrlich. Ach du meine, jetzt geht's nach unten. Wir haben den Höhenvorteil, würde ich sagen. Da liegt der Rauchgranate. Das heißt, ich kann die gleich nutzen, oder wie? Huch. Da sehe ich nix. Kann ja eigentlich auch niemanden abschießen. Ach du Scheiße. Wir müssen nach da unten. Dann werfe ich die jetzt. So. Schon mal ein bisschen vorrücken. Rauch entwickelt sich. Und jetzt los. Jetzt los, so durch den Rauch. Ich hätte die noch ein bisschen besser platzieren können, aber... Eieieiei. So, hier. Jetzt mit meinem Scharfschützengewehr. Ach, wie gut ist das, dass ich eins habe. Nein. So, ich sollte natürlich nicht zu verschwenderisch mit der Munition umgehen. So, aber Gegner töten ist natürlich nicht verschwenderisch. So, hier, ist neues Botox. Na, was war das denn? So, aber jetzt aber. Das waren jetzt 10 Kugeln. Naja, okay, den Rest krieg ich. Oh, hey, da fliegen die Granaten. Huch. Danke. So, da liegen sie auch alle. Ah, MP44 Munition. Doch, relativ reichhaltig hier. Finde ich jetzt gut. Ah, und wieder eine... Okay, die kann ich auch gebrauchen. Direkt dahin. Oh. Etwa. So, und jetzt müssen wir uns... weiter bewegen. Der Rauch hat sich entwickelt. Ja, los, Otto, das ist die Wahrheit. Das ist die Devise hier. Die MP44 im Anschlag. Bis zum Bunker hoch. Jetzt können sie uns nicht mehr treffen. Also zumindest nicht mehr mit den MGs. Wo sind sie? Ach du Scheiße, die kommen ja auch von der Seite. Da esse ich doch glatt ein bisschen von meinem Baguette. Ist es nicht diese gefüllten Croissants da aus der Tüte mit Schokofüllung? Ich weiß nicht, wie sie heißen. So, hier vielleicht nach da oben. Habe ich schon längst getan mit Herrn Meyers. Hier? Ich habe die doch da oben. Ach, da auch. Ach, in zwei Schichten. Das nenne ich Schichtarbeit. Eieiei, sind das viele Deutsche. Zum Glück können die mich von hier nicht beschießen. Also hierhin meine ich nicht beschießen. So wäre es vielleicht korrekter. So. Musste nicht sein, war aber in der Anwendung gut. Habe ich vorgespeichert und... Oh, 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 oh. Wendell, okay. Wendell macht Randale. Oder Wendale. Nein. Aber der ist immer irgendwie nur mit dieser Pistole, dieser Kommandant oder was ist das? Oder Lieutenant. Das ist, glaube ich, eher ein Leutnant. Ja, ins Gesicht. So, zwei Hügel müsste ich mir sichern. Naja. Ist hier noch irgendwas? Hier. Aha. Scharfschützenmunition habe ich geschafft. Okay. Gut. Die Rauchgranaten, da habe ich jetzt nicht extra genommen. Hätte ich raus und dann wieder reingehen müssen. Aha. Also wenn... Ach, Marano. Zum Glück bist du nicht gestorben. Da wärst du echt selbst dran schuld gewesen. Ganz alleine du. Oh, Deutscher. Nicht so gesund. Na klasse. Hi und hi. Das war jetzt nur eine Affekt-Tat. So, ich weiß nicht, ob ich das war, aber auf jeden Fall ist er tot. Und das reicht mir ja.
Dann macht er mir keinen Ärger mehr. Eieiei. Also jetzt wie die Hühner auf der Stange ausschalten. So, eins. Und zwei. Und drei. Der ist tot. Okay, da ist noch irgendwo einer. Der stellt ein Problem dar, bis er tot war. Meine Güte, wie viele sind das noch? So, jetzt aber. Nein, das ist eher was für meine MP. Erst den, dann die und dann kommen die. So. Langsam könnte ich auch wieder Munition gebrauchen. Das ist gut, dass wir in die Leichenfelder der Alten stürmen. So. Ich gehe hier mal direkt ran. Da ist das dann auch immer ganz von netten Vorteile. Bei welchem Bunker? Ich glaube, die sind alle tot. Ja. Hat hier niemand eine MP44? Also ehrlich. Ach, und das ist der nächste Bunker. Ja, der hat ja so gar keine Probleme gemacht. Hey, vor. Tack, 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 tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Wie wir das kleine Uhren machen, tick. Nee, Uhren machen, tick, tack, tick, tack, kleine Uhren machen, tick, tack, ticke, tacke, ticke, tacke. Ganz kleine Uhren machen, dicke, tacke, dicke, tacke, dicke. Da irgendwie so ging das doch, dieses Kinderlied. Ich weiß das nicht mehr genau, wie das halt geht. Naja. Oh, wieder Bruchgarten. So, hier. Kann man nutzen, aber ich kann es auch so machen. Also, ey. So. Der wird mich nicht mehr abschießen. Also, das Scharfschützengewehr werde ich nicht weggeben. Selbst wenn ich, selbst wenn ich sterben muss, das werde ich behalten. So, wenn wir die jetzt von mehreren Seiten angreifen würden, das würde vielleicht effektiv sein. Na klasse, na klasse. Ich könnte echt langsam Muni gebrauchen. Eieiei. Oh, kacke. Kann ich das nicht mit Sprengladung machen? Nein, geht nicht. Uhuhu. Könnte echt eine Munitionslager gebrauchen, fällt mir gerade auch so auf. Eieiei. Okay. Drei Schuss habe ich hier noch. Das ist eigentlich nix. Ja, da habe ich ja den Jackpot. Oh, da habe ich gerade Munition bekommen. Juhu. War das jetzt extra, weil ich dann keine Munition mehr sonst gehabt hätte, oder? Was ist eigentlich meine Aufgabe? Schalten Sie die Panzerwerfer aus. Wo sind die? Ich habe hier jetzt einen Raketenwerfer. Ein Raki. Aber ich kann ihn nicht nutzen. So, So, was sind meine Hauptaufgaben? Stoßen Sie in die Bunker auf dem Hügel vor und sichern Sie die an. Und der da oben, schalten Sie Mörser-Teams oben aus. Ja, das ist erstmal das Problem. Den Panzer-Typen da. Okay, das könnte ich mit dem Raketenwerfer machen, aber Rauchgranaten an der Tür. Nein, an der Kiste. So, hier. Irgendwo dahin. Ich wird's bestimmt bringen. Der hat hoffentlich eine da. Na, schade. So. Aha. Oh, der hatte sogar relativ viel dabei. So, hier ist nur MP44. Was heißt nur MP44 Munition? Also, das ist auch schon gut. Was muss ich da noch können? Aha. So. Da stürme ich dann gleich zu, sobald die Rauchwand einigermaßen ist.
Und ich würde sagen, das ist jetzt der Fall. So. Wäre das nicht genügend für das Mercy-Team? Na, aber jetzt müsste aber schon langsam, aber geht doch. Spiel gespeichert, ja, einmal reicht hier. Mal einfach zu wenig, mal zu viel. Alles ziemlich 1-1-1. Wir haben nur noch eins übrig von allen. Und wenn sich ein Scharfschützengewehr nutzen lässt, dann jetzt. Was ist Sinn? Da ist auch noch irgendetwas. Auch aufschießen. Okay, den sollte ich nicht töten. So, hier. Hätten wir aus der Entfernung gemacht. Oh, hi. Was mache ich damit überhaupt? Schalten Sie die Panzerwerfer aus. Aha, kein mehr. Stoßen Sie in den Bunker. Ach so. Ich stoße in den Führerbunker. Ich glaube, das wäre zu viel. Das guten Ziel. Aha, aha, aha. Da, oh mein Gott. Ich. Munition. So, hier ist keine mehr, okay. Aha. Okay, dann mache ich das hier mit der. Da hinten ist nämlich noch eine gleich. Hallo, kann ich raus? Uiuiui. Eieiei. Eieiei und allerlei. Was gibt's denn hier noch Schönes? Hier gibt es natürlich nichts. So. Ich würde sagen. Rein, rein, rein. Hallo. Oh, die ist nicht gut hier drin. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Puh. Alle tot. Aha. Wir haben den Hügel geschafft. Geschafft haben wir ihn. Ja. Private Rayburn. Was ist denn unsere Aufgabe? Kommt eine Idee. Schafft die Verletzten in den Bunker. Sammelt Waffen und Munition. Die Deutschen kommen bestimmt zurück. Bewegung. Jetzt. Okay. Der Krieg ist eine Reihe von Katastrophen, die zu einem Sieg führen. George Clemenceau. Und damit würde ich sagen, haben wir auch diese Mission geschafft und bis zur nächsten Folge.